Hallo und herzlich willkommen zu dem Video. Einmal Nachschleuder von der Jacke. Also zwei Jacken halt. Jetzt mit 1600 Touren. So, leg ich mal los. Super. Viel Spaß. Und du bist fertig. Ja, okay, ich soll dir vertrauen. Ja, ich habe dir das nochmal übrigens auf Zeit bekommen gehabt. Hallo. Geht schon. Nein, du sollst nicht mehr loslegen, Vogel. Aus, ja, nein, Bettwäsche, du Hirn. Hier. Betriebsstunde. 720, exzellent. Du Scheißball, bleib da drin. Hilfe. Du bleibst da drin. Oh, ist mir auch egal. Diese Jacke. Glaube ich, ist trocken. Wenn nicht, kommt sie einfach nochmal aufs Gestell. Und ihr scheiß verdammten Bälle! Bleibt da drinne! Bleibt da drinne. Übrigens, wir haben 7:45 am Abend. Jo. Dann geht's. Ja, zack. Was ist das eigentlich, alles rauskommt? So, passt schon. Jetzt läuft ihr raus. Ich bringe euch nach Hause. Wo ist das Scheiß? Jetzt bin ich da als Nasse getreten. Ach, ich bin auch blöd. Ihr könnt euch bestimmt noch an Unglückstest erinnern, habe ich doch auch auf den Schleudern gestellt. Da ist sie einfach nur bei so einer niedrigen Drehzahl geblieben. Ja, ja, jetzt machst du mal schön 1600 mit der Jacke. Oder ist irgendwas kaputt. Kann ja auch sein. Ah, sie geht höher. In einer Hand ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Hallo. Geh so weit zu. Das wird gleich Ärger. Hoi, 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 hoi. Ja, okay, sie geht. Ah, Scheiße. Ganzer Dreck. Schon wieder hingetreten. Das ist zu und kommt jetzt da rein. Da liegt es. Ich näher mich dieser Maschine heute nicht mehr. Nein, ich lasse. Das ist bei diese scheiß Spuren. Ach herrje. Ein Moment. So. Ich möchte mich jetzt mal morgen. Nee, gleich was machen. Nein, also jetzt nicht gleich. Also ich muss mal kurz was ausprobieren. Nämlich wie viel Wäsche das hier schon ist. Das wollte ich eh einmal machen. Ja, das ist ganz einfach. Und dann kann ich euch einmal zeigen, wie man einfach Wäsche wiegt. Weil so, wenn man das draufstellt, ist das natürlich nicht richtig. Weil der Korb wiegt ja auch noch was. Ich schätze jetzt mal auf ein halbes Kilo oder so. Also machen wir die Waage mal an. So, wiegt er? Ja. Geben wir den mal drauf, warten ein bisschen. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Dann machen wir das jetzt anders. Diese dunkle Wäsche hier, das ist nämlich ganz schön viel. Da muss ich auch mal gucken, wie viel das ist. Dann kann ich abschätzen, ob das alles in eine Maschine geht. Weil in diese 7-Kilo-Maschine geht keine 7 rein. Aber ich weiß ja, ich weiß ungefähr, da gehen 6 rein ungefähr. Das geht da nicht an hier, oder was? Die dreht auch immer höher. Hallo. Hallo. Ja, okay. Warte mal, ich mach. Sitze hier einmal so ein bisschen rein. So, und jetzt kann ich das hier gleich. Das ist ja wieder aus. Ich flipp doch hier gleich aus. Okay, wie ich da? Ja. Oh. Warten wir. Okay, das ist, sollte also in diese Maschine gehen. Eigentlich sollte da eigentlich noch Platz sein, aber nein, 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 ist bei der hier nicht. Obwohl die auch schon über 8 Jahre alt ist, aber naja. Jetzt weiß ich ganz einfach, wie ich die andere noch wiegen kann. Also ich weiß ja jetzt, dass die hier 6 Kilo wiegt.
Ging ja nochmal nach. Jo. Okay. Die fährt jetzt hoch. Dann nehmen wir uns die hier auch noch. Und die bestelle ich beide auf einmal da drauf. So. So ungefähr. Jetzt machen wir wieder die Waage anmachen. Und das jetzt hier irgendwie drauf tun. Okay. Ein bisschen warten. Und wieder runternehmen. Okay. Das ist hier wirklich noch nicht viel. Bis dann warte ich mit meiner Wäsche noch ein paar Tage. Die hier wird dann morgen oder so gewaschen. Vielleicht. So. Jetzt sind jetzt auch seine Runden. Jetzt ist mir irgendwie... Was wird das hier? Es geht ja wieder noch. Ich flipp doch hier gleich aus. Wir können ja mal die Waschmaschine auf die Waage stellen, aber das geht leider nicht. Ich mache jetzt mal was aus Spaß. Hier, die ist noch voll 3025. Ich stelle jetzt einfach mal auf eine Personenwaage die Pulle. Tada! Da dreht's. Die hört jetzt auch jeden Moment wieder auf. Zum Glück. Hier natürlich wieder ausgegangen. Es geht mir ja mal ganz auf den Keks hier, dass die immer wieder ausgeht. So. Ah, jetzt hört das Ding auch auf hier endlich. Echt? Hier sind einfach noch 2 Liter drin. Bäh. Ha! Tippe ich jetzt einmal kurz an. Na? Jetzt hat sie Untergewicht oder was? Hallo? Nein! Hallo? Okay. Film ich erstmal hier. Ah, jetzt hat sie. 2-1. Ja, okay, das hat jetzt aber auch nur Spaß gemacht. Weil ich ein bisschen Langeweile habe und das Langeweile wie ich mich jetzt auch noch mal so. Okay. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt wirklich zeigen soll, was ich wiege. Einmal ganz kurz vielleicht. Aber egal. Ist eigentlich scheißegal. Okay, wenn man halb auf der Waage kniet, wiegt man aber auf halb so viel. Ist nur noch ein Drittel so viel, aber auch okay. Naja, ein bisschen mehr als ein Drittel schon. Oh, ich wiege nur noch 4,8 Kilo. Oh. Meine Hand kann 25 wiegen, aber auch nichts wiegen. So. Nur mach doch mal jetzt zu Ende hier. Da drin ist auch wieder alles okay. Nur hör doch auf zu pumpen, wenn ich kein Wasser in dir ist, du Scheißdrecksding, ey. Tut mir leid, wenn die Videos sehr wackelig oder einfach bescheuert sind von mir. Dass ich zum Beispiel auch irgendeine Scheiße filme, wie jetzt eben. So eine ganze Wiegerei und alles. Mach doch schneller.
Hey, meine Fresse. Das geht mir aber auf den Sack. Ja, da hast du es geschafft. Ja, fein hast du das gemacht. Ganz, ganz fein hast du das gemacht. Ja, fein. Ich muss ihn loben. Nee, jetzt war schon mal nochmal ein Spaß. Nein! Jetzt war schon nochmal ein Spaß. Jetzt machen wir die aus. Ja, okay. Jetzt können wir die wieder anmachen. Die will ihr fucking Schloss freimachen. Aufmachen. Fertig. Oh shit, wir haben halt neun. Geh zu, du Schweine. So. Kannst du mal schneller machen? Ich habe keinen Bock, jetzt den Rest des Tages hier zu stehen. Hallo. Oh shit. Ich brauche einen Korb. Bah. Bin schon wieder nass. Hallo. Ach gut. Ach, nassen Ausweichen. So, fertig. Hier ist ja Schaum drauf. Ja, die ist eben ausgelaufen. Habe ich die Tür geöffnet. Juhu. Super. Bah. Es läuft jetzt hier alles runter. Oh shit, ich filme immer woanders hin. Okay, das ist genug. Aber ein bisschen Speicher habe ich noch. Da können wir auch gleich mal gucken, ob 5,5 Kilo Wäsche hier reingehen. In eine 7 Kilo Maschine. Eigentlich kein Problem, aber man weiß ja nie. Auch so bei einer 8 Jahre alten weiß man nie. Oh. Keine Chance. Naja, doch. Aber dies ist wirklich schon an der Grenze. Diese eine Socke macht es ja wohl nicht jetzt aus, aber jetzt kriege ich das schon gar nicht mehr raus, weil ich einfach so reingeproppt habe. Die Hälfte auf einmal genommen habe. Und diese 1,5 Kilo. Hier diese 1,5 Kilo Wäsche. Das dürfte ja. Oh Gott, hier ist nochmal. Dürfte ja eigentlich noch minimal hier. Ja, okay. Das ist aber eigentlich auch nichts anderes zu erwarten. Das wartet noch. So. Dann ist es fertig. So, alles fertig. Hier noch öffnen. Das auch wegschieben. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.